Nominiert für den Max-und-Moritz-Preis 2022. Contrapasso, die Kinder der anderen, von Teresa Valero. Übersetzung Harald Sachse, Splitter Verlag. Madrid 1956. Franco ist seit 20 Jahren an der Macht. Fast ebenso lange schon arbeitet Emilio Sanche für die Tageszeitung La Capital. Seine Illusionen hat er angesichts der Zensur jedoch längst verloren. Er flüchtet sich in die Recherche einer Mordserie, begangen an jungen Frauen. Außer ihm will allerdings niemand an einen Serienmörder glauben. Teresa Valero inszeniert in ihrem deutschsprachigen Debüt Contrapasso einen raffiniert konstruierten, atmosphärisch dichten Thriller vor dem Hintergrund der Franco-Diktatur. Ihre detailgetreuen Bilder sind so düster wie die Zeit, von der sie erzählt. Als abermals eine Leiche gefunden wird, will diese jedoch nicht in Sanches Täterschema passen und führt in eine ganz andere Richtung. Hinter die Mauern einer Nervenheilanstalt und auf die Spur eines Arztes mit makabren Theorien. Das lässt auf eine baldige Fortsetzung der ebenso packenden wie grafisch überzeugenden Erzählung hoffen.